Ministerpräsident Laschet ist durchaus repräsentations- und Talkshow-tauglich. Im konkreten Regierungshandeln zeigt er dafür deutlich weniger Gespür, so in seiner Personalpolitik. Regelmäßig hat er Lobbyisten in Regierungsämter berufen und damit den Bock zum Gärtner gemacht. Wir haben in der Umweltpolitik wenig bis gar nichts zu bilanzieren. Nach wie vor hohe Pestizideinsätze, hohe Nitratwerte im Grundwasser. All das scheint diese Regierung nicht zu scheren. Naja, und beim Klimaschutz, da gibt es außer Bekenntnissen zu den Klimaschutzzielen auch kein konkretes Handeln. Ja, und in erschreckender Weise zeigt uns diese Regierung mit der Vorlage eines neuen Polizeigesetzes, wie wenig bei ihr Bürger- und Freiheitsrechte gelten. Erst nach massivem Druck von uns als Opposition, von Verfassungsrechtlern und von der Zivilgesellschaft scheint die Regierung bereit zu sein, hier Korrekturen vorzunehmen. Die schwarz-gelbe Landesregierung hat viel versprochen, aber wenig gehalten. Beim Kampf um saubere Luft versagt die Landesregierung. Es gibt keine wirksamen Maßnahmen, um Fahrverbote zu verhindern. Es gibt kein wirksames Programm, wie eine Verkehrswende eingeleitet werden kann. Wir Grünen sind eine kritische, aber auch konstruktive Opposition. Wir haben manches aus dieser Oppositionsrolle heraus erreichen können. So wird das Sozialticket weiterfinanziert, das Verkehrsminister Wüst streichen und das Geld stattdessen in den Straßenbau stecken wollte. Hier haben wir Grüne massiv Druck gemacht, zusammen mit den Verkehrsverbünden, mit vielen Fahrgästen. Und auch in Zukunft wird es in Nordrhein-Westfalen ein Sozialticket geben.